wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Guten Morgen. Ja, mal gucken, ob heute die Geburt losgeht. Geduscht und ein bisschen ready gemacht. Puh, mein Bauch, ey, das ist nicht mehr feierlich. Auf jeden Fall bereite ich jetzt hier Frühstück vor. Aber jetzt nochmal ein, zwei Sachen einkaufen. Ich zeige euch das gleich einfach mal, würde ich sagen. Wir haben jetzt so coole blaue Gummibärchen gekauft. Alter. Das ist wirklich. Guckt euch an, wie ordentlich unser Kühlschrank ist. Gefühlt war er noch nie so. Hi, guten Morgen. Oh, meine Mutter liegt das auch nicht. Wenn die Kamera dann dein Haus hier auf. Schatz, dann fang doch mal oben einfach an. Was hast du gerade gesagt? Wolltest du nicht helfen? Heute ist der Tag der Tage. Wir räumen extremst um. Wir räumen drei Zimmer werden gewechselt. Also es wird ein riesen Switch wird gemacht. Wenn euch unsere Vlogs gefallen, lasst an der Stelle gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Auf jeden Fall von den. Und dann so, wer räumt denn die Zimmer um? Nein, ich mach das mit einem Kollegen, entfernter Kollege, der hat aber Zeit heute. Habe ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Der hilft mir, damit Mama natürlich nichts machen muss. Beziehungsweise Mama hat uns beauftragt. Ich wusste auch gleich, dass er kommt. Sie hat ihn einfach angeschrieben und meinte, ey, hilf mir am Samstag. Und jetzt sitzen wir alle hier und haben gerade den Plan von Mama überreicht bekommen und jetzt dürfen wir anfangen. Ich durfte zum Glück gerade noch ein bisschen was essen, aber gerade nur so. Okay, und jetzt gehen wir hoch. Mama, hilf jetzt mal gefälligst. Das ist schließlich auch dein Zimmer, das da umgeändert wird. Nee, dann machen wir es doch nicht. Ja, und zwar, wir hatten noch gar nicht so eine großartige Roomtour gemacht, aber hier ist einmal Maras Zimmer mit der professionellen Türverdichtung da. Und Maras Zimmer ist ja jetzt das kleinste Kinderzimmer, also nach dem Büro das kleinste Zimmer. Das Büro bleibt natürlich das kleinste, da wird sich nichts dran ändern. Aber hier Maras Zimmer kommt, das Zimmer kennt ihr ja, wenn ihr den Geburtsvlog und so weiter, wenn ihr schon länger dabei seid. Das ist jetzt Alias Zimmer, das war vorher unser Schlafzimmer. Das ist das größte Zimmer, das hat über 20 Quadratmeter. Auch wenn es jetzt nicht so aussieht, was so vorgestellt ist. Hier zum Beispiel um die Ecke, das sieht man nämlich auch nicht, da sind zwei fette Packschränke in der Wand drin und das ist ja auch nochmal ordentlich Quadratmeter, ne, sag ich mal. Ist ja schon relativ tief. Dann kommt hier Maras Zimmer rein und das eben von den Zwillingen. Weil hier ist übel viel Platz. Hier können die spielen, rumkrabbeln und so weiter. Und jetzt fangen wir an. Ich räume jetzt hier mal ein bisschen frei. Haben wir hier Platz in der Mitte? Es gibt ein, zwei Schwierigkeiten. Und zwar, wir müssen einen ganzen Packschrank hochtragen. Let's go, der Hase. Wir tauschen gerade die Zimmer. Meins kommt nach ganz oben. Und Maras geht dann hier hin. Und Mamas geht dann, Mama und Papa geht dann in Maras. Was haben wir jetzt hier schon alles geschafft? Wir haben noch das geschafft. Niki, übrigens der absolute Ehrenmann, hat hier Makita ein ganzes Set mitgebracht. Weil Alia eine Schraube locker hat, damit wir das festmachen können wieder, ne? Flur haben wir frei gemacht. Tolles Schlafzimmer mit den Punkten da. Da seht ihr, wir haben ja hier unser kack gestrichenes Problem. Das heißt, wenn man diese Punkte hier abmacht, weil nicht grundiert wurde, geht einfach die Farbe mit ab. Das wird absolut grauenhaft aussehen. Ich hatte überlegt, vielleicht wenn man die anföhnt, dann wird der Kleber vielleicht weich. Das ist richtig, richtig ätzend. Ja, auf jeden Fall, jetzt kommt das Bett drüber und dann... Ja, das geht schon, das geht schon. Ich bin hinter dir und ich hier. Super. Ich habe es gerade mal versucht mit hier, ne? Mit Föhn. Und was muss ich sagen? Es funktioniert. Aber was mit den anderen? Ja, das haben wir mal, ne? Das haben wir mal gemacht und ich habe hier gemacht. Ne? Hier alles super. Mach ich natürlich nicht jetzt, weil das würde ewig dauern, aber ich weiß, dass es jetzt geht. Das riecht hier so nach Kacke. Hast du eine Pulsar, ja? Nein. Ich höre das. Einfach Zimmer leer. Sieht so befremdlich aus. Ja, jetzt kann sich jemand das Zimmer frisch machen. Schwiegermama macht jetzt hier, Swift hat jetzt hier wie eine. Verrückte. Die macht jetzt hier einmal alles klar Schiff. Und wir gehen jetzt nach oben und holen dann, also bauen das Boxspring mit auseinander, weil das kommt ja hier dann rein. Irgendwie hier. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es hinstellen. Oh, passt es so rein? Habt ihr das gemessen? Passt es so hin? Oder ob wir es halt so hinmachen, müssen wir dann gucken. Auf jeden Fall hier, wo sie gerade denkst, hier wollen wir einen Packstand hinmachen. Und auf der Seite sozusagen gegenüber den anderen sozusagen. Nebeneinander, wie das da ist, das passt leider nicht. Das ist leider, ja genau, das ist zu schmal. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob wir das überhaupt gezeigt haben, das Schlafzimmer. Weil wir haben ja gar keinen Roomtour mehr gemacht. Bett, Schminktisch und hat hier ja, die Ecke. Da stand noch ein Fernseher, können wir jetzt wegen Mara nicht benutzen. Das muss jetzt alles runter. Ne? Gut. Bett ist hier unten schon. Bauen wir jetzt zusammen. Kuckuck. Also hier steht schon mal das Bett. Hier kommen noch andere Gardinen drinne. Komplette Überforderung, das Zimmer sieht aus wie Scheiße. Guck dir das mal an hier. Dieser Part am Umbauen oder renoviert. Ah, Niki! Ja. Mara, räumt bei dir auf. Schnell! Ach, dann Mara, gib mal her. Oh Mann, ey. Putzt du jetzt, Mara?
ist das Problem, der Schrank ist echt, die haben sich gerade die Hände komplett rund geratscht. Die Arme. Ach, die Arme. Genau, der Schrank Mama. Eigentlich noch rüber ins Schlafzimmer. Mama kocht mir natürlich in der Zeit. Mama. Und der Schrank da drüben ist das Schlafzimmer fertig. Dann sind die zwei Schränke drüben, das ist mein Schminktisch und das Bett. Und wie gesagt, da muss man noch ein paar kleine Schrauben machen, aber das machen wir jetzt. Die Tage alles. Und dann geht's mit Lias Zimmer weiter. Das Bett muss hoch. Also ich glaube, das wird richtig schwierig, weil das halt eben so ein Hausbett ist. Das muss man wahrscheinlich erstmal ein bisschen kleiner bauen. Und ich glaube, das größte Problem wird tatsächlich das sein. Der Schrank muss nämlich leider hoch. Mara macht jetzt eine Fußpflege. Na, Schatz? Guck, guck. Ja. Die Wand wird gestrichen. Wie und was wir hinstellen, wissen wir noch nicht. Das müsste ich dann schauen. Mara hat ja dieses weiße Stockgebett. Das werde ich für die Zwillinge in Holz holen. Aber das matcht ja, das würde also auch passen. Weil wir hier auch Holzoptik auch haben. Mara kriegt theoretisch eine Seite und die Jungs kriegen eine Seite. Und dann kann man ja vielleicht bei ihr noch mal ein bisschen rosa einbinden. Der zweite Schrank geht jetzt rüber. Der geht rückgegangen. Hier, guck mal hier. Dann hier auch. Schlimme Verletzung haben wir davon. Und wie ihr sehen könnt, ich liege hier fleißig bei dir im Bett. Ich bin jetzt hier die ganze Zeit am Liegen. Ich mache eigentlich gar nichts. Das Einzige, was ich mache, ist sage, wohin was soll und das war's. Als nächstes kommt dann Lias Schrank. Der ist ein bisschen voll, weil da teilweise Mars Klamotten sind, die Zwillingsklamotten und ihre Klamotten. Wir haben jetzt einen neuen Schrank gekauft, der wird jetzt auch die nächsten Tage aufgebaut. Und dann werde ich den auch mit meiner Mama einsortieren. Ich habe auch schon Bügel für Mara geholt, jetzt muss ich noch Bügel für die Zwillinge holen. Eigentlich ist es nicht zum Lachen, aber Leute, was ist? Du glaubst das nicht? Wir sind stuck. Oh, help me, I'm stuck in the washing machine. Ah! Und jetzt? Ja. Jetzt ja. Spiel. Mein Vater freut sich gerade, dass er nicht dabei ist. Der Schrank geht gleich kaputt, den sehe ich schon vor mir. Ein Zentimeter. Genau so müssen wir kippen. Scheiße. Das jetzt ist vor. Jetzt kommt vorbei. Wir sind hier vorbei. Oh, ja, oh Scheiße, er fällt nicht. Stopp. Du musst drücken. Das schafft ihr nicht. Warte. Nee, das schafft ihr nicht. Ja. Fuck. Tiger. Hochschwanger, nochmal im Nestbautrieb. Aktueller Zustand, Leute, Katastrophe. Der Schrank ist jetzt oben, wir haben noch die Schränke gerade abgemacht, aber guckt euch mal dieses Zimmer an. Hier ist auch alles weg. Hier sind dann halt unsere Schränke, da kommt gleich noch ein kleiner Teppich hin. Mein Schminktisch, da ist das Bett. Es ist jetzt erstmal nur so provisorisch gemacht. Meine Mutter hilft die ganze Zeit mit ein. Was? Ist hier was? Nee. Ah, okay. Nur die Tür. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Privatsphäre. Ja, es ist ganz anders, ne? Oh. Ganz anderes Zimmer. Guck, sie hat es nicht gemerkt. Ich meinte, du merkst es nicht. Einen wunderschönen guten Morgen. Nach der ersten Nacht in unserem neuen Schlafzimmer. Guten Morgen, Mama. Wir haben noch zwei Räume getauscht. Wir haben noch unten das Badezimmer mit dem Wohnzimmer getauscht. Auch ganz geil geworden. Und wie hast du geschlafen im neuen Schlafzimmer? Ja. Ich schlafe momentan sowieso so schlecht. Aber wir müssen auf jeden Fall die Gardinen nochmal tauschen. Wie findest du, dass ich gestern nach Alkohol gerochen habe? Hat sich das in der Sport erinnert? Ja, voll. Völlig gehabt. Direkt abgeschmort. Deswegen direkt heute direkt wieder sauren, Alter. Yeah. Was? Was ist losgegangen? Weil das ist ja ein bisschen peinlich. Hallo, ich habe nur ein Glas Wein gestern getrunken. Das ist ja kein Trinken. Aber wieso habe ich das so krass gerochen? Weil ich, weiß ich nicht, weil ich mir keine Zähne geputzt habe. Achso. Mara, wie haben Sie denn hier im neuen Zimmer geschlafen? War gut geschlafen, ne? Da ist direkt auch 2 Grad kälter. I'm so in love with your mom, boobs. Und wenn du 2 Söhne bekommst, hat... Komm, Schatz. Die mom, boobs. Buben. Kannst du kurz vloggen, oder? Gerne mal rechts, kann. Aber nicht fallen lassen, ne? Nicht fallen lassen. Bring gleich wieder zurück zu Papa, ne? Papa? Ja. Bringst du die Kamera zurück? Super. Sag mal, was du schon sagen kannst. Papa. Und was ist mit Mama? Kannst du auch Mama sagen? Mama. Ja, wir sind weiter am Machen. Ne? So sieht das Zimmer jetzt aus, das große. Das musst du jetzt noch nach oben, das ist das einzige Schwere. Was machst du gerade? Also in der Mitte, ja, ist jetzt gut Platz. Schon, ja, wir haben schon Fortschritte gemacht. Ich bin hier gerade das Bett, also das ist ein Unterteil, ne, mit so einer zweiten Matratze, am Reparieren. Wir haben neue Teile zugeschickt bekommen, weil das hier passiert ist. Das ist ein absoluter Konstruktionsfehler. Die Schraube ist nicht unter
dem Rad. Und dadurch, ne, gibt es immer viel zu viel Hebelwirkung. Und dadurch wird das immer wieder einbrechen. Deswegen mache ich das jetzt nicht dran. Sondern ich nehme hier die Schraube von dem alten, die so ist, weil die ist nicht gebrochen, sehen wir hier. Und baue zwei von denen. Das ist zwar stark. Da wird es hoffentlich halten. Schrank ist oben. Wir sind jetzt erstmal halbwegs fertig. Wir haben aber auch echt lange gebaut, aber es ist noch lange nicht komplett fertig. Hier ist noch nichts an den Wänden und so weiter. Ich bin zufrieden, ne? Hier ist ihr Bett, da ist ihr Schreibtisch. Das ist so eine Bastelecke, da kommt aber noch ein Regal hin. Wir geben euch im nächsten Video dann nochmal vielleicht ein Update oder so. Ja. Weil das ist ja noch lange nicht fertig. Es fehlen noch die Sachen an Wänden, Toni-Regal und so. Genau, Toni-Regal, Deko. Aber das... PCs. Und welches Zimmer ist noch halbwegs fertig? Das Schlafzimmer. Vorhänge. Fettes Bild an die Wand. Bild. Und dann Lichterkette. Ja, und dann muss man halt noch die Punkte wegmachen. Also da ist noch ein bisschen mehr Arbeit als hier. Und Maras Zimmer ist noch... Baustelle. Baustelle. Das können wir euch noch nicht zeigen. Das machen wir dann, wenn wir dann... Man weiß ja, ob der nächste Woche vielleicht der Geburtsvlog wird. Ne? Ja. Man weiß es nicht. Und eine Sache, die ich noch geändert habe, habt ihr gesehen. Hier ist jetzt... durchsichtige Tür. Damit wir auch lauschen können, wenn sie hier mit ihrem Freund ist. Du musst schon da was sagen. Bitte. Hallo.